Hallo aus dem Geistblock-Büro hier in Köln-Marsdorf und hallo zu unserem zweiten Geistblock-Community-Talk hier am letzten Tag des Jahres, kurz vor Silvester und nach den Feiertagen. Ja, fröhliche Weihnachten von uns. Ihr habt vielleicht unseren kleinen Weihnachtsgruß gesehen, unser Video. Wir sehen wieder etwas normaler aus, Gott weniger gealtert. Aber ich fand es eine coole Erfahrung, mal einfach über mehrere Stunden geschminkt zu werden und auf alt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind jetzt hier mit unserem Community Talk erst nochmal nur als Video zurück, aber ab Januar gibt es den Geistpod, den Geistblock Köln Podcast über den FC mit uns oder mit Gästen. Auf jeden Fall überall, wo es Podcasts gibt. Ab Januar, in welcher Frequenz wir erscheinen werden, das haben wir noch nicht final beschlossen. Aber das, was wir heute machen, ist im Grunde das, was ihr auch im Podcast erwarten könnt. Genau. Und da wollen wir euch auch ein bisschen mit einbeziehen. Wenn ihr uns regelmäßig jede Woche hören wollt, können wir da auf jeden Fall mal drüber nachdenken, das wöchentlich zu machen oder alle zwei Wochen. Das war ja auf jeden Fall euer Wunsch, denn ihr habt uns über Instagram mit allergrößter Mehrheit geschrieben, dass wir jede Woche den Podcast machen sollen oder den Community Talk, was ja quasi dann das Gleiche sein wird. Aber zunächst einmal, Sonja, du warst jetzt über Weihnachten nicht da. Du hast 10 Tage fast gar nichts mitbekommen. Was hast du überhaupt mitbekommen vom FC? Das ist richtig. Ich war bei der Familie 10 Tage. Mein letzter Arbeitstag war, glaube ich, gegen Leipzig, das 0:0. Und danach habe ich mich auch ein bisschen vom FC mal distanziert. Das hat ganz gut getan. Tut mir leid für dich. Du musstest die ganze Arbeit alleine machen. Ich habe mitbekommen, dass wir in Pokalrunde weiter sind. Ja, Spiel war nicht schön, aber am Ende zählt das Ergebnis. Wenn der FC im Mai in Berlin ist, fragt keiner mehr nach, wie sie gegen Osnabrück gewonnen haben. Ja, also das Spiel war nicht schön, aber Toni hat getroffen. Toni hat getroffen, das hat ihm sicher gut getan. Der FC hat das zweite Mal zu Null gespielt in Folge. Das war auch nicht ganz unwichtig. Und vor allem ist man auch mal mit einem Heimsieg wieder in die Pause gegangen, nachdem sie, ich glaube, das war seit 29. Februar, seit dem 3:0 gegen Schalke, gab es nur die beiden Heimsiege im Pokal gegen Alt-Glienicke und Osnabrück jetzt. Am Sonntag ist die Auslosung. Wen wünschst du dir denn da? Das kannst du doch aufheben. Also es gibt 6 Clubs, wenn ich das richtig im Kopf habe, die quasi unterklassig sind. Dann gibt es 6 Top-Clubs. Das heißt, die Chancen stehen da 50-50, ob du was Machbares oder Schwieriges bekommst. Und dann gibt es halt Bremen, Stuttgart und diese Mannschaften. Ich würde mir sowas wünschen wie, nehmen wir jetzt beispielsweise mal Bochum oder also auf Rot-Weiß Essen will ich jetzt nicht tippen, aber Bochum, Wiedersehen mit Simon Zoller, das wäre doch irgendwie ganz nett. Ja, und der schießt uns dann raus? Ja, hoffentlich der natürlich nicht. Also das wäre ja sehr, sehr schwierig, sich das vorzustellen, wenn ich das erste Mal bei den FC gegen einen unterklassigen Club verliert. Aber mal gucken, Sonntag wissen wir mehr. Ja, aber 2 Spiele stehen ja auch noch aus. Ja, und das Spiel gegen Augsburg ist ja direkt schon am Samstag. Das heißt, da wissen wir, wie es gelaufen ist. Und dann gucken wir mal, was den FC erwartet. Ja, aber was habe ich noch verpasst? Ich habe gehört, Lukas Berg wird Nachfolger von Frank Ehlich. Was kannst du mir über ihn sagen? Ja, das war, glaube ich, eine ziemlich große Überraschung. Spricht aber dafür, dass Horst Held tatsächlich den Weg geht, den man sich irgendwie auch gewünscht hätte, der sich nicht wirklich angekündigt hatte, aber er geht den Weg der FC-Mitarbeiter, der Langjährigen. Das hat man da so ein bisschen vermisst bei den Vorgängern und schien ja auch so, dass Horst Held Richtung Zuber, Hubenmann und Czerny den Weg gehen würde. Aber Berg, junger Mann, 27, seit 5 Jahren fast jetzt im Club, geboren in Bergisch Gladbach, FC-Fan, wie es heißt, da kann man eigentlich jetzt mal hoffen, dass der FC vielleicht auf ein Talent aus seinen eigenen Reihen gesetzt hat, der sich da rein entwickeln wird. Man kann nicht davon ausgehen, dass der jetzt wie Frank Ehlig ein Telefonbuch hat, das so dick ist wie das von Horst Held. Ja. Das wird nicht funktionieren. Die Erwartung darf man nicht haben. Ich glaube aber, das lässt schon so ein bisschen darauf schließen, dass er Leiter Administration der Lizenzspieleabteilung ist. Ich glaube, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass die auch genau wissen, im sportlichen Bereich wird Horst Held die Kompetenz Nummer 1 sein. Martin Schulz als Chefscout wird, glaube ich, noch mehr in diese Kaderplaner-Rolle reinrücken. Und Gisdol natürlich selbst. Also der ist, dadurch, dass der FC scheinbar diesen Turnaround geschafft hat mit ihm, hat er sich jetzt mit Sicherheit auch nochmal eine stärkere Position erarbeitet. Aber kannst du diese Aufgabe Leiter Administration ein bisschen erklären? Was können sich die Fans darunter vorstellen?
Ich glaube, wir alle können uns noch nicht wirklich was drunter vorstellen. Ich habe mich gewundert, dass er Leiter der Lizenzspielerabteilung geworden ist, Bereich Administration. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er beispielsweise wie jetzt Christopher Heimeroth in Gladbach Assistent der Geschäftsführung wird. Das ist dann ein klassischer Zuarbeiter in allen Bereichen, der tatsächlich ja dann ja auch administrative Aufgaben übernimmt, Vertragswerk, rechtliche Fragen abklärt, mit dem Teammanager zusammen Reisenplanungen übernimmt, Corona-Regelungen müssen eingehalten werden, solche Dinge. Ich glaube, das ist das, was dahinter steckt. Ich hätte gedacht, gerade ein junger Mann wie der Lukas Berg, der 27 ist, dass er quasi so eine Rolle wie der Assistent dann übernimmt. Mhm. Naja, müssen wir mal gucken, ja, wie er die Rolle am Ende ausfüllt. Mhm. Eben war ja schon die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Augsburg. Kannst du uns sagen, wer ist fit und wer nicht? Also, so wie es klingt, Iso Jakobs wird wahrscheinlich ausfallen. Mhm. Abgesehen von jetzt Florian Kainz und Sebastian Andersson, die ja beide länger fehlen werden. Jakobs ist krank, mhm, genau. Der hat einen grippalen Effekt, kein Corona. Das hat hatte er ja auch schon. Hatte er schon und Gisdol hat es extra nochmal betont. Insofern, der wird sicherlich nicht dabei sein oder selbst wenn er es irgendwie gerade noch schafft, nicht in der Startelf stehen, mhm, dafür würde er wahrscheinlich zu geschwächt sein. Und ansonsten sind, glaube ich, alle fit, inklusive Raphael Zichos, der ist wieder mit dabei. Da muss man mal gucken, der wird sicherlich erstmal auf der Bank sitzen, dafür haben es die anderen zu gut gemacht. Mhm. Ja, dann habt ihr uns natürlich auch wieder viele Meinungen und Fragen geschickt und da es uns sehr wichtig ist, euch mit in diesen Talk einzubeziehen, werde ich jetzt einfach mal ein paar Meinungen vorlesen, oder? Genau. So hat zum Beispiel Mira1108 geschrieben: Ich vertraue dem Ganzen noch nicht so recht, aber denke trotzdem, dass wir die Kurve gekratzt haben. Das ist natürlich daran angelehnt, dass der FC in den letzten Wochen ordentlich gepunktet hat und vor allem gegen die Top-Teams überrascht hat. Und zu der Frage, ob der FC jetzt zurück in der Spur ist. Dani aus Hürth sagt: Defensiv stabil, habe aber immer noch Bedenken. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Hat er mit Sicherheit recht. Mit Sicherheit, ja. Und Marius Casella sagt: Ich glaube, wir fangen uns in der Liga und der Umbruch mit den jungen Spielern klappt immer besser. Also man kann sagen, ihr seid relativ optimistisch, dass der FC den Weg, den er jetzt in den letzten Wochen eingeschlagen hat, weitergehen kann. Ein bisschen Skepsis ist allerdings auch noch dabei und womöglich auch angebracht. Ja, ich glaube, dieses kleine Fragezeichen, das bleibt nach diesem Wahnsinnsjahr, von dem man ja irgendwie nie wusste, wie es dann wirklich weitergehen würde. Ja. Ich glaube, diese Skepsis wird auch noch einige Zeit andauern, zumal ja jetzt im Januar so ganz wichtige Spiele mit Mannschaften auf Augenhöhe stattfinden. Ich glaube, erst danach wird man wissen, wo es wirklich mit dem FC in dieser Saison hingeht. Ja, man muss ja auch sagen, in den nächsten 6 Spielen kannst du einen mördermäßigen Schritt aus der Abstiegszone machen. Du kannst die nächsten 6 Spiele alle gewinnen, aber es kann auch nach hinten losgehen und du stehst am Ende wieder mit nur ein paar Pünktchen da. Ja, es geht halt gegen alle Mannschaften, also beziehungsweise alle 6 Mannschaften sind aus der unteren Tabellenhälfte. Das heißt, nichts, vor dem du dich erschrecken musst. Mhm. Aber du darfst dir nicht erlauben, da irgendwie jetzt plötzlich 2-3 Spiele in Folge zu verlieren. Gerade jetzt gegen Augsburg, die sind total gut gestartet in die Saison, haben jetzt, glaube ich, seit 6 oder 7 Spielen aber nicht mehr gewonnen. Oder nur 1 aus diesen 7 Spielen. Also da hat man dann die Chance zu sagen, okay, da ist man vielleicht dann plötzlich dran. Mit einem Sieg wäre man nur noch 3 Punkte von Augsburg weg. Und die schienen relativ weit entfernt, nach den ersten paar Spieltagen. Ich befürchte ja ein bisschen, dass der FC am Ende die erste Mannschaft sein wird, die gegen Schalke verliert. Ja, mal gucken. Christian Groß, das ist natürlich ganz spannend. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gut, dass der FC nicht sofort jetzt gegen die spielt, sondern erst noch mal gucken kann, was verändert der Groß überhaupt. Also vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, das wäre ein richtig guter Bundesliga-Trainer. Der ist jetzt schon so lange raus. Mhm. Boah, also ich fühlte mich ein bisschen an Huub Stevens 2 erinnert. Ja. Weil das ist halt auch irgendwie schon, das ist halt die alte Garde. Mal gucken, vielleicht reichen die Tricks von damals auch jetzt wieder aus. Mal schauen. Aber jetzt steht ja erstmal Augsburg auf dem Spielplan. Genau. Ihr habt auf jeden Fall so für die nächsten Spiele uns nicht nur eure Meinung geschickt, sondern auch Fragen. Wir haben jetzt mal 3 Fragen, die von euch echt häufiger kamen, rausgepickt. Frage 1 war, wie sehen wir das Sturmproblem aktuell beim FC durch die Verletzung von Andersson? Und daran angeschlossen,
Wie sieht es mit Transfers aus? Dazu hat sich Horst Held jetzt auf der Pressekonferenz geäußert. Die zweite Frage, wer ist denn überhaupt aktuell so mit der wichtigste Spieler im Team? Und die dritte Frage, es gab ja in den letzten Wochen, obwohl der FC Erfolg hatte, hat Gisdol auch in der Defensive nochmal umgestellt. Mhm. Er hat mit der Dreierkette gegen Dortmund begonnen, dann auf die Viererkette umgestellt, gegen Leipzig und Osnabrück. Was klappt besser, was passt vielleicht auch besser zum Team? Da werden wir auf jeden Fall gleich mal ein bisschen drüber quatschen. Wollen wir mit dem Sturmproblem anfangen? Ja, würde ich sagen. Wie hast du denn die Stürmer bisher erlebt in der Saison? Schwierig. Also alle drei nominellen Stürmer, die da sind, ist sehr schwierig. Sebastian Andersson hat natürlich einen Traumeinstand gehabt mit dem Tor direkt gegen Hoffenheim. Ist dann aber so ein bisschen abgefallen, weil die Mannschaft, natürlich sie hatte offensiv noch ihre Probleme, sie war noch nicht eingespielt, aber sie hat es nicht geschafft, was Union Berlin letzte Saison perfekt gemacht hat, Andersson im Sturm so einzubinden, wie du es tun musst, damit er effektiv ist. Dann kam natürlich diese bittere Verletzung nach dem Trainingsvorfall von Salih Özcan und seitdem kriegt er ja kein Bein mehr auf die Erde beim FC. Ich glaube, diese Verletzung hat sich ja auch so ein bisschen verzögert. Also die war schon vor dem zweiten Spiel. Mhm. Dann hatte man trotzdem noch das Gefühl, er ist trotzdem halbwegs noch dabei. Er ist zwar irgendwie schon im Training, musste er kürzer treten, aber er war trotzdem noch mehr eingebunden, aber dann ging es irgendwann echt steil bergab. Ja, und jetzt ist die Frage, wie lange wird er ausfallen? Man rechnet nicht damit, dass er in den nächsten 4 bis 6 Wochen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zurückkommt. Und auch wenn er fit ist, hat man ja dann in den Spielen gesehen, also wenn er augenscheinlich fit ist, das ist ja dann immer noch eine andere Sache, ob man auch spielfit ist, wie lange dauert es, bis er wirklich eine Verstärkung fürs Team sein kann? Also er soll jetzt, das sagte Horst Held, 4 Wochen mindestens komplett raus sein, auch komplett seinem Knie Ruhe geben. Mhm. Das heißt, er wird frühestens dann in 4 Wochen stückweise wieder ans Mannschaftstraining überhaupt rangeführt. Das heißt, wir reden über, da sind wir dann schon bei Ende Januar. Dann wird er irgendwann ins Mannschaftstraining einsteigen. Ich glaube nicht, dass der vor Mitte Februar auch nur ansatzweise Bundesliga-fit sein wird, weil er das ja jetzt schon seit Ende September, diese Verletzung, rumschleppt. Ja. Ich habe das auch bei Toni Modest gedacht. Auch der Toni ist natürlich aufgrund der langen Vorgeschichte nicht fit. Aber jetzt war der gegen Osnabrück ja wieder auf dem Platz, hat 70 Minuten gespielt knapp. Und er hatte trotzdem nur, ich meine, es wären 16 Ballkontakte gewesen. In 70 Minuten. Das ist fast nichts. Also es geht ja nicht nur darum, dass du dann als Stoßstürmer auf dem Platz stehst, sondern du musst ja auch eingebunden werden. Und gegen den Zweitligisten, den Mittelstürmer, nur nicht mal 20 Ballkontakte oder Ballaktionen zu geben, das ist schon, das zeigt einfach, dass die Mannschaft eigentlich gerade ganz anders spielt. Ja. Während beispielsweise Duda, wenn der Mittelstürmer spielt, hat er in 90 Minuten 50, 60 Ballaktionen. Da ist ein Riesenunterschied. Auf jeden Fall. Ich habe zwar gesehen, dass Toni sich ab und an sogar den Ball versucht hat, an der Mittellinie zu holen, aber so ganz hat das dann auch nicht funktioniert. Und wenn er es dann geschafft hat, dann war der Ball relativ schnell wieder weg, weil dann natürlich vorne keine Anspielstation war. Aber was ich zu Andersson noch ergänzen würde, meine persönliche Meinung ist, dass wir ihn in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr als den Top-Stürmer beim FC sehen werden. Nee, also da teile ich deine Befürchtung. Ich meine, der FC hat den geholt in dem Wissen, dass er in den letzten 2 Jahren gut funktioniert hat, in der Bundesliga in der letzten Saison viele Tore gemacht hat und einer der stärksten, körperlich stärksten Spieler vor allem war vorne drin. Und gerade diese körperliche Stärke hat er halt gar nicht. Und wenn er die nicht hat, dann kannst du ihn ja auch als Mannschaft, da fehlt ja auch das Vertrauen, ihn einzubinden. Ja. Also vielleicht mag man ihn ja so als Typen, aber wenn ich weiß, ich kann den schwerlich anspielen, weil er sich kaum durchsetzen kann, fehlt mir dann echt das Vertrauen, ihn auch wirklich einzubinden mit seinen gesamten Stärken. Und das Einzige, darauf zu setzen, dass er Standardtore macht, da hat man ja auch gesehen, da gibt es auch andere, die das können. Genau. Wie siehst du das bei Modest? Glaubst du, das Tor gegen Osnabrück hilft ihm, dass sich der Knoten irgendwie löst? Oder siehst du eher Duda weiterhin als falsche Neun in den kommenden Wochen? Also, dass dem Toni das total gut getan hat, da kennen wir ihn, glaube ich, alle aus den Beobachtungen gut genug. Der ist dieser Emotionsmensch, der braucht das. Der wird sich jetzt auch total reinhauen, dass er wieder spielt. Die Frage ist, spielt er dann auch wieder? Oder kommt er dann halt in den nächsten Wochen eher von der Bank? Das wird ihn dann relativ schnell wieder nerven. Nur ich glaube, von dem, wie die Mannschaft in den letzten Wochen gespielt hat, ich glaube, dass Duda der Mannschaft zusammen mit Thielmann vorne
einfach gut getan hat, weil das eine ganz andere Spielart ist. Das sitzt natürlich auch darauf, dass die Mannschaft ein bisschen weiter hinten beginnt. Du kannst die Mannschaften anlaufen, du kannst sie mit viel Tempo anlaufen. Du hast mit Duda vorne drin einen, der läuft über 12 Kilometer jedes Spiel. Das schafft der liebe Toni leider nicht. Das heißt, du hast einen extrem nervigen Stürmer vorne drin, der den Abwehrspielern auf den Zeiger geht. Also ich glaube, dass Duda da zurzeit der bessere Mann ist. Ich glaube auch, dass dieser Instinktstürmer, dieser absolute Strafraumstürmer im Moment nicht in das Spielsystem vom FC passt. Wenn ich jetzt an John Córdoba zurückdenke, ich glaube, der wäre noch mal besser geeignet wieder für dieses System, weil wenn ich an dieses Tor vom John in der zweiten Liga gegen Bielefeld zurückdenke, wo er sich irgendwie kurz vor der Mittellinie den Ball holt, aufs Tor rennt und das Ding reinschießt, Das fehlt halt. Und gut, das traue ich Duda eigentlich auch nicht zu, aber... Nee, aber das fehlt dem FC gerade komplett, weil weder Toni noch Anderson haben ja die körperlichen Voraussetzungen und das Tempo, dass ja der John hatte, um da wirklich von der Mittellinie einfach mal alle abzuschütteln. Es gab diese Szene gegen Leverkusen, als Anderson, ich glaube, gegen Tah nochmal in ein Laufduell gegangen ist. Und das war so 30 Meter vor dem Tor. Der hatte keine Chance. Und so tief wie der FC steht gerade, sind die Wege für die beiden zu weit, um sich da wirklich in Laufduellen durchzusetzen. Gegen Osnabrück, als der Toni dann so 30 Meter vorm oder 20 Meter vorm Tor angezogen hat und dann in diese Schnittstelle reingegangen ist, das funktioniert. Aber dafür musst du ein bisschen mehr Ballbesitz haben, ja. Dafür musst du ein bisschen höher die Bälle gewinnen. Ich glaube gerade eher nicht. Ja, und Tolo Arokodare haben wir jetzt in einem guten halben Jahr gesehen, das reicht einfach noch nicht für die Bundesliga, auch wenn wir jetzt aktuell nicht so viele Trainingseinheiten verfolgen können, aber zeitweise schafft das ja gar nicht in den Spieltagskader. Dann die Frage, wird der FC auf dieser Position nachlegen? Ja, Horst Held hat da jetzt auf der Pressekonferenz das erste Mal ein bisschen durchklingen lassen, dass der FC sehr wohl zumindest geringe finanzielle Mittel hat. Das haben sie bisher eigentlich so ein bisschen unter der Decke halten wollen. Ich glaube, die werden das machen. Ist die Frage, wen? Also welchen Spielertyp? Zirkzee glaube ich mittlerweile nicht mehr dran. Denn wenn die wirklich irgendwie noch darauf setzen, dass Anderson im Laufe der Saison zurückkehrt, dann brauchen die neben ihm und Modest nicht noch einen dritten oder Arokodare sogar noch einen vierten echten Strafraumstürmer. Ich glaube, dann werden sie halt auf so einsetzen. Da habe ich jetzt mit einem Kumpel drüber gesprochen. So einen wie früher Ivica Olic. So eine Drecksau auf dem Platz. Schnell, körperlich, aber auch robust, obwohl er nicht so groß war. Der trotzdem irgendwie auch vorne drin spielen konnte oder als zweiter Mann bei einem Doppelsturm, der aber auch mal auf die Außen ausweichen konnte. Wenn der Olic noch jung wäre, dann wäre das so einer, bei dem ich sagen würde, ey, der wird jetzt genau passen. Aber es ist jetzt nicht so einfach, das auf Leihbasis irgendwo zu finden, ne? Diese Fähigkeiten bei einem Spieler. Also wir haben das geschrieben jetzt in der Geschichte, als sich Held geäußert hat. Da haben wir mal den Namen Brun Larsen aus Hoffenheim reingeworfen. Nicht, weil es Gerüchte gibt, dass der FC daran interessiert sein könnte, aber einfach, um mal zu zeigen, um welchen Spielertyp es gehen könnte. Und der hat halt alle Positionen in Dortmund vorne gespielt, hat sich in Hoffenheim nicht wirklich durchsetzen können. Der könnte auch mal hinter einer Spitze spielen. Also der ist da vorne flexibel, der ist schnell, der ist nicht ganz so klein oder nicht ganz so körperlich leicht, sagen wir es mal so. Vielleicht ist das einer, der darf Hoffenheim auf Leihbasis verlassen. Mal gucken, aber zumindest diese Kategorie. Ja. Bei Zirkzee glaube ich, wenn er kommen würde, würde das auf jeden Fall in den nächsten Wochen passieren, weil der Junge will ja unbedingt von den Bayern weg und der will, denke ich, auch Planungssicherheit. Es gibt ja da noch die Gerüchte nach Frankfurt und nach Rotterdam. Also ich glaube, da wird die Entscheidung jetzt relativ schnell fallen. Ja, und irgendwie das Gefühl sagt man auch, dass er am Ende nicht kommen wird, weil auch beim FC sickerte so mal durch, dass sie zumindest gewisse Zweifel an ihm haben, weil er relativ hohe Ansprüche schon hat. Und der würde halt nicht als Nummer 1 Stürmer kommen. Ja. So, schon gar nicht perspektivisch oder Richtung Ende der Saison. Er soll halt Möglichkeiten bieten. Und dafür musst du auch ein bisschen flexibler, glaube ich, sein. Und der ist halt ein klassischer Mittelstürmer. Entweder er spielt oder er spielt nicht. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass man ihm in Bayern auch so ein gewisses Einstellungsproblem vorgeworfen hat, weshalb er nicht den absoluten Durchbruch schafft. Und dann denke ich mir immer, wenn du bei Bayern München nicht die Einstellung mitbringst, dann ist es schon schwierig. Naja, bei den Bayern sind viele jüngere Spieler ja
mit vielen Erwartungen und hohen Erwartungen irgendwie rangegangen und durchgesetzt haben sich dann plötzlich andere Talente. Ja. Mal gucken. Also, was man ja so von ihm gesehen hat, ich glaube, die Anlagen hat er, aber Hardware und Software, mal gucken, was sich dann eher durchsetzen wird. Ihr wolltet auf jeden Fall unbedingt auch wissen, wer so zurzeit die wichtigsten Spieler sind beim FC. Wen würdest du da als ersten nennen? Boah, ich finde das eine spannende Frage, über die ich eigentlich ein bisschen länger nachdenken müsste. Jetzt auf Anhieb, wir sprechen ja absolut von dieser defensiven Stabilität, die die Mannschaft in den letzten Wochen mitgebracht hat. Da ist natürlich auch Timo Horn ein großer Faktor. Ich glaube, seit dem Spiel gegen Gladbach hat er keinen Fehler mehr gemacht oder zumindest kein Gegentor, was man ihm klar ankreiden kann. Dafür hat er den FC aber in vielen Spielen gerettet, wie gegen Dortmund hat er den Sieg festgehalten gegen Hummels. Oder gegen Mainz hat er auch super gehalten. Also Timo Horn ist für mich in den letzten Spielen absolut nochmal zum Leistungsträger und zu einer Säule in der Defensive geworden. Aber der ganze Defensivverbund hat das in den letzten Spielen eigentlich super gemacht. Ich würde sagen, auf links außen kann man Katterbach oder Jannis Horn, das kann ich gar nicht so genau sagen, wen ich da vorne sehen würde. Und dann natürlich André Duda ist für mich ein unverzichtbarer Spieler in dieser Mannschaft, was der A läuft, aber auch was er technisch drauf hat und die Torgefahr, die er mitbringt, das ist, da kann der FC nicht drauf verzichten im Moment. Und das hat man, finde ich, auch dann gegen Leverkusen gesehen. Ja, also Duda wäre auch meine Nummer eins, was das angeht, weil er so viel abdeckt. Mhm. Der macht nach vorne viel, aber der macht extrem viel, ist extrem wichtig auch für die Defensive, weil die eben, wie man so schön sagt, mittlerweile ganz vorne anfängt. Und ich glaube, es gibt diese Säule mit, wie du sagst, Horn, Borneau hat sich wieder gefunden, Skiri ist, finde ich, extrem stark gerade. Ja. Und du da vorne, dann kannst du eigentlich, wenn du diese Säule rausnimmst, muss man eigentlich Özcan und Rex Bejay ja gerade auch noch erwähnen, die extrem viel ackern. Man hat, stell dir das mal vor, wir haben, wenn wir nachgeguckt haben, haben wir immer gesehen, Skiri, Rex Bejay, Özcan und Duda, die laufen im Schnitt zu viert immer über 12 Kilometer, ja, teilweise Wahnsinn. Über 13. Das heißt, du hast im Zentrum so viel Laufstärke, vielleicht jetzt nicht das höchste Tempo und nicht die allerbesten Zweikämpfer, wobei Duda teilweise die meisten Zweikämpfe pro Spiel gewinnt. Aber du hast, also läuferisch muss man wirklich sagen, das war das große Manko in der letzten Saison. Da haben sie extrem geackert und auch setzen gerade einfach auf die richtigen Spieler. Nicht zu vergessen, Jonas Hector ist nicht dabei. Ja, also Özcan hätte ich auf jeden Fall auch noch genannt in der Reihe. Der hat mich die letzten Wochen wirklich positiv überrascht. Wobei überrascht eigentlich das falsche Wort ist, weil ich davon überzeugt war, dass er das Potenzial hat. Er hat es in den ersten Spielen nur nicht so auf den Platz bringen können. Aber seit er in diese Rolle gerückt ist auf der 8, finde ich, macht er das unglaublich stark und auch in den Umschaltsituationen. Ich habe diese eine Szene in Mainz, woraus das Abseitstor von Thielmann resultiert ist. Das war alles eigentlich Özcan zu verdanken, dass er da diese Umschaltsituation so grandios gelöst hat. Ja, also das ist ja diese Hoffnung, die man hatte, ne, dass er sich entwickelt. Und vielleicht hat er tatsächlich diesen Ausfall von Jonas Hector genutzt, um sich da seinen Platz zu erkämpfen, weil er auch so ein ganz anderer Spieler ist als viele andere beim FC. Man holt diese Ringer-Geschichten ja früher nochmal raus bei ihm. Er bringt einfach in den Zweikämpfen nochmal so eine ganz andere Galligkeit mit. Das gefällt mir echt gut. Wobei ich zugeben muss, ich habe Rex Bejay immer wieder kritisiert, weil ich das Gefühl hatte, dass ihm so das gewisse Etwas fehlt. Und ich fand ihn in den letzten Wochen immer besser und er hat mir immer besser gefallen. War torgefährlich, hat aber plötzlich dann auch nochmal eine ganz andere Zweikampfhärte irgendwie im Mittelfeld an den Tag gelegt. Also ich war so bei dem Punkt, bei dem ich dachte, nee, also den muss man auch nicht versuchen zu halten im Sommer. Vielleicht muss ich das revidieren. Klar, der wird wahrscheinlich viel zu teuer sein, beim 7 Millionen irgendwie festgeschriebene Ablösesumme und Wolfsburg hätte dann noch den Daumen drauf und keine Ahnung was. Das wäre also viel zu teuer für den FC, aber in der jetzigen Form ist er ein totaler Gewinn für die Mannschaft. Absolut. Wo siehst du denn Jonas Hector jetzt, wenn er wieder fit genug für die Startelf ist? Das ist so eine Frage. Schon beim Leipzig-Spiel habe ich mich gefragt, okay, er kommt jetzt rein, für wen wird er reinkommen? Und er wurde dann links außen eingewechselt. Ist so, diese Linksaußenposition ist ja so ein bisschen vakant durch, also Iso Jakobs fällt jetzt aus, mal gucken gegen Augsburg, wer spielt, ob Drexler spielt, ob vielleicht sogar Jannis Horn irgendwie vorne eingesetzt wird oder
Und dann kommen wir an den Punkt, an den ich beim letzten Community Talk ja schon darauf hingewiesen habe. Ich verstehe es einfach nicht. Du hast einen ehemaligen Nationalspieler, der als Außenverteidiger über Jahre gesetzt war in der Nationalmannschaft. Jeder FC-Trainer, jeder FC-Verantwortlich hat in den letzten Jahren immer wieder betont, dass Jonas Hector der taktisch herausragende Spieler dieser Mannschaft ist. Und es setzt keiner ihn mal auch nur im Training rechts hinten ein, wo die als Rechtsverteidiger die große Problematik besteht. Und wenn du, wenn Jonas Hector dort funktionieren würde, Linksfuß hin oder her, es hat Philipp Lahm hat auch auf beiden Seiten gespielt. Und Benno Schmitz spielt links, obwohl er Rechtsfuß ist. Danke. Und du könntest plötzlich Marius Wolf für die Dreierreihe neben Thielmann und Duda freimachen oder neben Jakobs und Duda. Mit Wolf hättest du offensiv nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil der nochmal ein ganz anderer Spielertyp ist. Das hat man jetzt gegen Osnabrück mal gesehen, weil der sich immer wieder getraut hat, auch ins 1:1 zu gehen und mit seinem Tempo und seinem, der versucht auch abzuschließen aus der zweiten Reihe. Und ich finde, das wäre extrem wichtig. Warum nicht Jonas Hector da mal ausprobieren? Du wirst mich darüber noch häufiger reden und wahrscheinlich noch häufiger schimpfen, weil ich wahrscheinlich nicht erhört werde. Aber es wird mir wirklich viel Freude machen, ihn mal da zu sehen. Naja, vielleicht mal Markus Gisdol fragen. Ja, bei der nächsten Pressekonferenz. Mal gucken. Aber dann sagt er wieder, es ist schön, dass sie unseren Kader so groß im Blick haben und zählt andere Alternativen auf. Ja. Mal schauen. Womit wir aber bei der Frage wären, Rechtsverteidiger, dritte Frage von euch, Dreier- oder Viererkette. Was hat dir besser gefallen? Boah, schwierig, darauf eine Antwort zu finden, weil ich finde, es ist absolut gegnerabhängig. Gegen den BVB hat das perfekt funktioniert mit der Dreierkette und dann jetzt... korrigiere mich wieder, wenn ich falsch liege, aber gegen Leverkusen haben sie mit Dreierkette angefangen, sind auf Viererkette umgestellt oder war es umgekehrt? Ich meine, sie hätten aus dem Kopf jetzt, mit Dreier angefangen, aber sie haben dann auf jeden Fall mehrfach umgestellt. Ja, mehrfach umgestellt. Also ich finde, das ist absolut gegnerabhängig. Prinzipiell gefällt mir aber die Dreierkette besser. Ich würde mich freuen, wenn die Dreierkette mal eine echte Option wird. Also ich habe immer das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, es war so eine Notlösung, wenn wir mal eine brauchen oder wenn wir noch mehr Stabilität brauchen. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es so eine essentielle taktische Lösung war, die auch wirklich so zum Grundgerüst der Mannschaft gehört hatte, sodass auch der Kader darauf ausgerichtet war. Jetzt vielleicht fängt man an, Stück für Stück ein bisschen daran zu drehen. Ich würde mir wünschen, dass man den Kader noch stärker irgendwie auf diese beiden Varianten auch ausrichtet, dass ganz klar ist, wer in welcher Variante eine Rolle spielt. Der Noah Katterbach hat jetzt gesagt, dass er bei einer Dreierkette halt aus der Mannschaft rotiert, was ich bitter finde, wenn man dann für so einen Jungen nicht einen Platz dann in der anderen Variante findet. Ich finde, das gehört dann noch mehr dazu, dass man sagt, okay, wenn wir umstellen, dann gibt es aber trotzdem für unsere Schlüsselspieler oder für die Spieler, die wir wirklich entwickeln wollen, trotzdem eine Rolle. Es kann nicht sein, dass Katterbach dann erstmal komplett aus der Mannschaft draußen ist und es die Rückkehr zur Viererkette braucht, um ihn wieder einzubinden. Klar, das liegt natürlich auch am Spieler, aber ich finde, das gehört noch gerade zu dieser Entwicklung der jungen Spieler dazu, dass du denen aufzeigst, in dem System bist du da, in dem System bist du da und das erwarten wir dann von dir. Und wenn Katterbach sagt, ich traue mir das zu, diese Außenbahn komplett alleine abzudecken links, dann sollte man ihn einfach auch da mal ausprobieren. Ja. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich glaube, jetzt gerade dadurch, dass Rafael Zichos wieder fit ist, könnte die Dreierkette wieder wirklich zur Option werden, weil auch dadurch, dass Jorge Meré aktuell wirklich auf einem guten Weg zu sein scheint, kann man ja mit Zichos, Meré und Borneau eigentlich eine super stabile Dreierreihe bilden. Vorausgesetzt, Zichos kann das Niveau gegen Dortmund abliefern. Ja, gut. Ja. Das war so ein bisschen mein Gedanke, dass er vor Dortmund eigentlich, also wenn sich Meré vor Dortmund nicht verletzt hätte, dann wäre Zichos wahrscheinlich schon gegen Dortmund draußen gewesen. Ja. Dann hat er ein super Spiel gemacht gegen Dortmund und wir wissen, dass er es kann auf diesem Niveau. Aber vielleicht war das auch dem System geschuldet gerade gegen Dortmund. Vielleicht. Das wäre einfach mal spannend zu sehen, ob er dann in dieser Rolle in der Dreierkette eine gewisse Konstanz dann findet, denn man muss halt auch sagen, zur Wahrheit gehört auch, er hat relativ viele Fehler gemacht in den ersten Spielen. Stimmt. Und ich will jetzt nicht sagen,
dass er, weil er danach verletzt war, der FC dann plötzlich erfolgreich geworden ist. Das wäre sicherlich viel zu hart. Aber der FC hat danach weniger Fehler gemacht. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für den FC in dieser Saison. Die dürfen hinten nicht so viele Fehler machen. Das trifft alle, aber Zichos war zumindest ein Unsicherheitsfaktor vor dem Dortmund-Spiel. Ja, jetzt müssen sie es nur noch hinkriegen, aus der stabilen Defensive vorne auch Torchancen zu kreieren. Gegen Leipzig bin ich da wirklich teilweise wahnsinnig geworden, dass jeder aussichtsreiche Konter irgendwie zerstört wurde, weil man nochmal auf den Ball tritt und wieder hinten rum spielt. Also das muss wirklich dann in den kommenden Wochen besser werden. Ja, da bin ich halt echt mal gespannt, wie sich diese Konstellation dann vorne entwickelt, ob mit Dreierreihe, Duda im Zentrum oder halt mit Zweien, mit Duda und Thielmann. Erstens, ob es so bleibt. Zweitens, ob die sich dann auch Stück für Stück finden. Bei Thielmann hatte ich das Gefühl, der wird ein bisschen mutiger, der traut sich mehr zu. Da hat das Tor sicherlich eine Rolle gespielt, ja. Aber auch Duda, glaube ich, als Nebenmann, der setzt den gut ein. Der ist auch da als Anspielpartner. Also mal gucken, was sich daraus entwickelt. Aber ich muss ja sagen, dieses 0-0 gegen Leipzig, ich bin super happy über diesen Punkt und ich will mich da überhaupt nicht drüber beschweren, aber ich fand es echt hart, teilweise das anzuschauen. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wie war das denn unter Peter Stöger bei diesen 387 0-0s, die wir uns da angucken mussten? War das da auch so unangenehm, das zu sehen, oder ging das da? Ich glaube, gerade so in der ersten Saison als Aufsteiger, da war die Erwartungshaltung auch nicht so hoch. Da hat man gesagt, okay, die versuchen einfach Punkt für Punkt zu hamstern. Aber ich erinnere mich auch, dass es gab auch echt viel Kritik, ja. Immer wieder. Und Stöxi hat ja dann irgendwann sich selbst so ein bisschen auf den Arm genommen. Noch ein paar 0-0, haben wir schon genug. Ich glaube, das war ihm selbst bewusst, aber es war einfach, der Zweck heiligt die Mittel. Ja, absolut. Und letztendlich war es jetzt genauso. Leipzig und Osnabrück waren echt nicht schön anzusehen. Scheißegal, ohne Gegentor geblieben. Wichtigen Punkt gegen Leipzig geholt. Total wichtigen Sieg gegen Osnabrück im Pokal. Also ich glaube, da wird sich am Ende der Saison niemand beschweren, wenn der FC mit dieser Spielart erstens den Klassenerhalt schafft und zweitens im Pokal vielleicht noch eine Runde weiterkommt. Noch eine Runde, ja. Eine Frage habe ich noch. Ich habe während meiner freien Zeit beim Geist-Blog gelesen, dass der Marvin Obutz ab nächstem Jahr fester Bestandteil der Profis wird. Warst du das? Das war ich. Der hat sich das verdient. Also wirklich starke Leistungen gezeigt in der Regionalliga, eine schnelle Entwicklung, was man ihm auch irgendwie so gewünscht hat, dass er so den nächsten Schritt macht. Wurde von Stefan Rutenbeck so Anfang der Saison auch in der U19 nochmal extra gepusht, dass er, das gab so diese Chris-Führig-Situation, gab es im Derby gegen Leverkusen U19. Da gab es auch die Situation, Marvin Obutz geht in Richtung Strafraum und dann kommt von Rutenbeck von der Seitenlinie nur ein "Trau dich!" Und was macht er? Ein Übersteiger und jagt das Ding in den Winkel. Also der hat sich das zu Herzen genommen und hat in der U21 plötzlich richtig gute Spiele gemacht. Hat ja schon im Sommer ein bisschen so reingeschnuppert bei den Profis. Jetzt gucken wir einfach mal. Er ist ein Linksaußen. Ja gut, und viele, die sagen, zu Iso Jakobs. Ja, nur in der U21 Regionalliga, aber der Junge ist 18 und spielt dagegen, ich sag mal, gefühlt 40-jährige Haudegen. Und wenn du dich da durchsetzen kannst als Youngster, ist das ja schon mal nicht so verkehrt. Das ist ja immer so die Frage bei der U21, ne? Schafft die es gerade nicht gegen die Zweitvertretungen, gegen die sie sonst spielen, sondern gegen so Wuppertaler, bissige, erfahrene Typen, Aachen, die haben vielleicht einen jüngeren Kader, aber die sind trotzdem, das sind gestandene Fußballer und gegen die musst du dich durchsetzen und das hat Obutz gut gemacht. Ja. Der geht da mutig los. Traust du ihm denn schon so eine Backup-Rolle zu Jakobs zu? Das müsste man wirklich mal im Live-Zustand sehen. Das Problem ist, und das wird in den nächsten Wochen wohl auch noch ein bisschen schwieriger, die Trainings wirklich regelmäßig zu beobachten. Die Einschränkungen sind ja nun mal da. Das müssen wir am Ende beobachten, wenn er dann mal gebracht wird, wenn er einfach mal reingeworfen wird. Ja. Im Sommer hatte ich das Gefühl, er ist noch ein bisschen, genauso wie Jens Kastrop, der braucht noch ein bisschen, gerade körperlich. Mal gucken, vielleicht hat er in den letzten Wochen zugelegt, vielleicht war er in der Muckibude. Jens Kastrop sieht man, der ist regelmäßig... Der ist fleißig und dabei, das brauchen die Jungs.
Ja. Ich habe jetzt auch eine Frage von euch war, wie weit ist denn Justin Diehl schon? Der ist zwar so alt wie Mokoko, aber der ist wirklich noch ein Jugendlicher. Das ist also, der ist relativ klein gewachsen, der ist noch nicht so groß, vielleicht wächst er noch ein bisschen, aber vor allem ist er noch relativ schmächtig. Da muss der einfach noch zulegen und ich glaube, das sind so Punkte, die dann über die U21 auch wichtig sind, heranführen an die Herren oder an den Seniorenbetrieb, wie es so schön heißt. Und dann einfach mal gucken, was draus wird. Ja. Wir haben die Fragen abgehandelt und wir wollen es nicht so lang machen wie beim letzten Mal. Ich kann die Uhr nicht genau sehen, aber wir werden das versuchen, in Zukunft so auf eine halbe Stunde ungefähr zu beschränken. Schön, dass ihr dabei wart. Halt. Ich möchte mich noch bei Nino bedanken. Ich habe deinen Nachnamen jetzt gerade nicht im Kopf, aber du hast uns eine super tolle E-Mail geschrieben mit unglaublich vielen Punkten. Und da wollen wir natürlich auch noch drauf eingehen. Das haben wir jetzt nur diesmal nicht geschafft, aber das machen wir mit Sicherheit im neuen Jahr. Genau, da waren so viele Themen dabei, ja, die können wir über mehrere Podcasts abhandeln. Das ist auch grundsätzlich die Aufforderung an euch. redaktion@geistblog.köln. Schreibt uns, egal was ihr auf dem Herzen habt. Wir nehmen uns alle Themen zu Herzen. Wir freuen uns über eure Meinung, über eure Fragen. Gebt uns ein Feedback zum Community Talk, sei es im Video oder dann eben im Januar als Geistpod Podcast. Und so können wir dann immer darauf eingehen. Und im Übrigen beim Podcast, da werden wir euch das noch erklären. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr Sprachnachrichten aufnehmt und uns schickt, beziehungsweise einfach auf einer Nummer anruft und uns diese Aufnahmen zur Verfügung stellt. Dann können wir die künftig in den Podcast einbinden. Und dann seid ihr auch direkt mit uns verbunden. So ist es. Wunderbar. Und damit gehen wir zurück in die Funkhäuser, wie es so schön heißt. Ja, kommt gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns in 2021. Tschüssi. Tschüss.